Ja, wie ihr an dem Chaos sehen könnt, ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran bis nach dem Intro. Ich bin der Auftragskiller aus dem Süden von Hamburg, dem Herz des Nordens. Und ja, ihr habt schon gehört, ich habe heute ein leicht anderes Video, als ihr das sonst von mir kennt. Und zwar einen sogenannten Vlog. Also ein Videotagebuch oder Videologbuch. Logbuch ist nordischer, also bleiben wir bei Logbuch. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich mich auf einen Spieltag vorbereite. Wir haben es jetzt, lass mich kurz gucken, 20.21 Uhr. Ich habe vorhin schon einmal angefangen, die Akkus zu laden. Der erste Akku müsste auch schon voll sein. Ne, die anderen sind auch schon voll. Also das war der letzte Akku für die Firehawk. Ja, ich wollte euch einfach mal mitnehmen, wie bereite ich mich drauf vor, was packe ich ein, was nehme ich alles mit. Morgen, wenn es losgeht, geht das Video natürlich weiter. Für euch geht sofort weiter, für mich erst morgen. Ein kleines Fahrvideo, also wie wir hinfahren, mit ein bisschen Mucke drunter, so wie man es halt kennt von dem Vlog. Dann so ein bisschen hier 9mm SFTV hinter die Kulissen. Hat auch bis jetzt so noch keiner gesehen, bis auf die Leute, die dabei dran teilnehmen. Und natürlich, wenn er auch morgen 9mm Airsoft-TV wieder weitergedreht. In diesem Sinne, gucken wir jetzt erstmal, was ich so alles einpacke. Ja Leute, wer nicht so viel auf das Bock auf das Gelaber hat, über die ganze Ausrüstung, Kacke und sowas, der scrollt jetzt einfach weiter, weil das Video wird bestimmt 20, 30 Minuten gehen, das werde ich beim Schneiden erstmal sehen. Ich wollte einfach nur so ein bisschen drüber erzählen. Wer mehr Bock auf den Vlog hat, mit ein bisschen Bucke und ein bisschen Auto fahren und schick aussehen, der muss einfach weiter scrollen. Dicken Daumen nehmen, brrr, einmal den unten die Leiste rüberwischen oder mit dem Cursor einfach weiter drücken und läuft das. Und wenn nicht, der bleibt jetzt einfach dran. Ja, wir befinden uns hier in der Hauptzentrale meiner Machenschaft und zwar auf meiner Werkstatt. Hier zieht Papa sich zurück, wenn er mal keinen Bock auf die Kinder hat oder wenn er was bastelt. Und hier liegt auch mein ganzer Airsoft-Kram, weil ganz ehrlich, bei den ganzen Gehörn hat das in der Wohnung nichts oder im Haus nichts zu suchen. Deswegen ist das hier ein bisschen ausgelagert. Ich würde mir die Knarren auch viel lieber an die Wand hängen, weil sieht einfach geiler aus. Aber ich habe da hinten einen kleinen Waffenschrank gebaut. Da nehme ich euch jetzt einfach mal mit hin. So, zwischen Handfilm, deswegen nicht wundern, es wackelt ein bisschen. Hier habe ich dann unten meine Knarren hängen. Wer kennt sie nicht? Meine Schrotflinte. Die lasse ich aber morgen hier, weil morgen wird natürlich hier mit der Firehawk gespielt und mit der GOG SAXL, badabams. Ich habe hier schon ein bisschen was hingestellt. Hier sind die Magazine drin, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Hier oben ist meine Kiste, das Teil da. Da ist der ganze Airsoft-Gedönskrams drin. Die hole ich gleich runter, die wiegt nämlich eine halbe Tonne. Und dann sprechen wir uns gleich nochmal. Das Ding hier nicht runtergefüllt bekommen. Ich habe überlebt. Ja, es ist irgendwie nicht ganz geil mit der Konstruktion gelöst. Ich habe hier oben einfach so ein Holzgestell mir selbst gebaut und an die Wand geschraubt, weil ich hier relativ wenig Platz habe. Ihr seht alles. Ich drehe mich um. Ich ziehe die Kamera, da ist Wand. Hier ist Wand. Ich kann die halt einmal so abstützen. Hier ist nicht so viel Platz. Das war mal alter Tankraum für Öltanks. Aber wir haben eine Gasheizung bekommen, also von daher sind die rausgeflogen. Ich kann mich hier umdrehen. Hier sind die Softboxen, die machen gerade ein bisschen Licht, damit wir auch besser sehen können. Ja, dahinter ist noch ein bisschen Regalkrams, aber das ist nicht so wild. So, Kiste ist unten. Wollen wir das gute Ding nochmal aufmachen? Also ich habe meinen kompletten Airsoft-Krams da eigentlich drin. Einfach, ich mache mal die Kamera auf die Seite, weil das ist mit der Belichtung besser. Ich habe das immer kompakt alles in einer Kiste, weil ich das ganz schön finde. Man kann theoretisch die ganze Kiste so ins Auto laden. Ist aber ein bisschen sehr sperrig. Wir gucken hier einfach mal rein. Hier ist eigentlich alles drin, was ich so für Airsoft brauche. Hier ist der Plattenträger drin. Ich habe hier alles in so Plastikkisten organisiert. Kann man halt schön zumachen, kann man schön durch die Gegend stapeln. Wie gesagt, die Kiste wiegt aber eine halbe Tonne und von da oben ist es halt nicht ganz so geil gelöst. So, liebe Leute, ich habe schon mal ein Teil rausgeholt. Es passt gar nicht alles auf die Werkbank drauf, aber wir fangen doch einfach mal an. Ja, also als erstes,
Hier hinten natürlich die beiden Waffen, die ich morgen mitnehmen werde. Einmal die Firehawk für einen Kumpel von mir, der Danny, den hole ich morgen früh noch ab mit euch zusammen. Und meine SRXL, die kommt natürlich mit. Dann hier als Backup meine Glock, die von Zymer, die 030. Das ist halt noch die Version, die man so noch kaufen konnte. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Hier habe ich noch einen einfachen Trageriemen für die Firehawk, ganz einfach. Dann habe ich hier einfach eine Plastikkiste, wo Magazine drin sind. Hier sind ein paar Speedloader drin. Hier sind die Gasmagazine für die KP06. High Cap, Mid Cap, das volle Programm. Fand ich ganz schick. Außerdem hier sind auch noch ein paar Sniper-Magazine, Schrotpatronen. Das volle Programm. Dann habe ich hier schon die Akkus reingepackt. Einmal die Lithium-Polymer-Akkus und hier ist noch der Nimha-Akku für die Glock. Ja, ich weiß, alle, die meckern werden, das Ding habe ich noch nicht umgelötet. Bin ich einfach noch zugekommen. Und ein kleiner Tipp von mir. Ich habe hier so einen Outdoor-Case. Das ist innen drin so mit Schaumstoff. Und hier ist ein Handwärmer dabei. Das sind diese einfachen Handwärmer, die man für 1 Euro irgendwo kaufen kann, bei diesem Plättchen. Wenn ich morgen losfahre, knicke ich den einmal, packe den hier mit rein, dann sind die Akkus relativ warm. Das heißt, Spannung ist auf jeden Fall da. Ja, hier habe ich jetzt auch neu, in meinem letzten Video habt ihr ja gesehen, dass mein altes Rotpunkt sich verabschiedet hat. Das ist einfach nur eine Kiste, wo einfach, da lag ein Gehörschutz drin. Das habe ich hier ein bisschen mit Styropor, also mit so einem, nicht Styropor, mit so einem Schaumstoff ausgekleidet. Da sind jetzt die Red Dots drin, damit ich nicht wieder das Problem habe, dass sie an der Waffe kaputt gehen. Ja, kann man hier zumachen. Ganz, ganz nette Geschichte. Dann habe ich hier noch eine Kiste, die bleibt aber hier. Hier also noch mal Patches drin. Das ist meine GHG-Kiste. Das ist mein Team. Und da war mein GHG-Patch drin. Ja. Den verschenke ich morgen an meinen Kumpel. Der ist jetzt bei seinem zweiten Spiel dabei. Hat sich jetzt auch einen Plattenträger und sowas gekauft. Der kriegt sein erstes Patch von Bigardi. Mal gucken, was er dazu sagt. So. Das kann dann schon mal wieder weggepackt werden. Ja, dann habe ich hier natürlich Funkgerät. Also wer mit Funk gespielt, muss natürlich sein Funkgerät mitnehmen. Ich muss da gleich noch neue Batterien reinpacken. Das Ding läuft nicht mit Akku, sondern einfach hier mit stinknormalen AA-Batterien. Hier ist meine Munitionskiste. Das ist im Prinzip eine echte Munitionskiste. Weiß nicht, von den Amis war die damals. Aus Metall, die kann man relativ günstig zum Beispiel im ASMC kaufen und da passen halt die BB-Pakete rein. Hier ist verschiedenes Kugelgewicht, 0,20 Gramm für die Firehawk und 0,25 für die SRXL. Da werde ich wahrscheinlich aber auf 0,28 noch hochgehen. Ja, die kommen mit. Geil an der Kiste ist, hier ist so eine, kann man das sehen? Ja, hier ist so eine Gummilippe drin. Das heißt, das Ding ist auch komplett dicht, weil der größte Feind der BBs ist die Feuchtigkeit. Ja, hier habe ich dann noch ein Schloss, das kommt nachher an die Waffentasche ran. Ein Multitool, das habe ich immer in meiner Ausrüstung mit dabei, wenn auf dem Feld mal was kaputt geht. Haha, mein kleiner Bluetooth-Lautsprecher, weil ich beim Kron ganz gerne ein bisschen Mucke höre. Das Wichtigste an dem ganzen Tag überhaupt, das war die Kiste, ist das hier. Die Fat Lady. Die Siegeszigarre. Naja, ich werde die wahrscheinlich nicht hinterher rauchen, sondern schon mittendrin. Ganz, ganz wichtig. Ohne die gibt es kein vernünftiges Airsoft-Spiel. Hier kommt Made in Germany. Wurde bestimmt auf dem Oberschenkel einer kubanischen Austauschstudentin gedreht. Ja, dann hier natürlich obligatorisch 9mm Airsoft TV. Der Panda darf nicht fehlen. Und dann habe ich hier eine Werkzeugkiste. Da gehe ich jetzt gar nicht so intensiv drauf ein. Hier ist halt alles drin, was man so brauchen kann. Hier ist ein bisschen Reinigungsbesteck drin, Schlumpfschläuche, Paracord, bisschen Werkzeug, Gummibänder, Kleinkram, Federn, was weiß ich. Ich kann sogar mal eben, hier ist so ein Gaslötkolben, wenn es mal richtig hart auf hart kommt, noch mal eben schnell einen neuen Stecker anlöten. Ist bis jetzt noch nicht so oft vorgekommen, aber lieber mehr mit haben als zu wenig. Hier oben ist auch noch ein bisschen Gedöns drin, Batterien, Ersatzbatterien, USB-Kabel, kleine Schraubendreher. Dichtung, Teflon, Band, also das volle Programm. Hier oben ist auch noch eine Klappe, die können wir auch noch mal aufmachen. Hier ist noch für Spielmodus ein paar Ballons, so Holzherzen, wenn man halt verschiedene Spielmodus ausprobieren möchte. Hier ist noch ein Ladegerät unter Ersatzbatterien, Knopfzelle für das Red Dot, wenn man irgendwas ist. Ja, und dann hier mein Plattenträger. So, dann rödeln wir das mal alles schon mal weg und dann packe ich den Rest aus, was ich sonst noch mitnehme. Ja Leute, ich wollte das noch mal ganz kurz anreißen, und zwar ist das das Thema Transport der Airsoft-Waffen. In Deutschland ist es ja so geregelt, dass diese Anscheinswaffen halt mit unter das Waffengesetz fallen und halt nicht öffentlich geführt werden dürfen. Die dürfen auch halt nicht irgendwie einfach nur in eine Kiste geschmissen werden. Wenn ja, muss die Kiste abgeschlossen sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, hier so eine Waffentasche. Das ist jetzt so eine ganz, ganz einfache für wenig Geld. Da kommen auf jeden Fall noch mal eine andere, die von Swiss Arms. Das ist auch schon voll dreckig vom letzten Mal.
Die gefällt mir nicht ganz gut. Die ist zwar hier so ein bisschen gepolstert. Man hat hier so ein paar Klettverschlüsse, aber ja, die Qualität ist mehr so lala. Wichtig ist halt einfach nur, dass ihr die Möglichkeit habt, durch Reißverschlüsse hier mit dem Schloss das hinterher zuzumachen. Es würde alternativ, habe ich anfangs auch gemacht, ich habe hier noch so einen Seesack. Wenn man den zumacht, kann man halt auch über die Reißverschlüsse das zumachen. Ist aber nicht ganz so geil, weil da fliegen die Sachen noch mehr rum. Da schmeiße ich nachher meine Gier rein. Also wie gesagt, fahrt aufs Spielfeld, nur legal und schließt eure Knarren ab. So, liebe Leute, zweite Runde, neues Glück. Gehen wir mal hier nach vorne. Also als erstes habe ich hier, ganz wichtig, mein geiles Stativ von Hammer. Das kommt morgen mit. Da kommt die Kamera, mit der ich jetzt gerade filme, oben drauf geklatscht fürs 9mm Airsoft TV. Und ich habe da jetzt auch neu mir so eine Arbeitsleuchten gekauft. Die werde ich wahrscheinlich mit an die Kamera machen, wenn es dann zu dunkel sein sollte. Ja, das ist jetzt nur rein weg fürs Filmen da. Jetzt gerade filme ich mit so einem Gorilla-Pod. Das ist im Prinzip so ein kleines Stativ. Naja, gut. Hier ein paar Team anbinden ist immer wichtig. Kann man teilweise auf den Spielfeldern kaufen oder sich ausleihen. Bei uns zum Beispiel kann man sich die ausleihen. Aber hier, das sind meine, ganz wichtig. Auftragskegler, das darf natürlich nicht fehlen. Gut, dann hier geht es weiter mit meinem Battlebelt. Entschuldigung, Kampfgürtel, deutscher Sender. Also mein Kampfgürtel ist auch hierbei, der kommt gleich mit in den Seesack rein. Dann habe ich hier zwei Paar Mechanics-Handschuhe, die sind eigentlich gleich. Die einen haben hier vorne so einen Plastikaufsatz und die sind halt ganz normal, weil es soll morgen wahrscheinlich ein bisschen regnen und es gibt nichts Nervigeres, als wenn die dann doch nass sind. Und ich weiß auch nicht, ob mein Kumpel auch Handschuhe mitnimmt, deswegen packe ich lieber noch ein zweites Paar ein. Ja, die kommen auch mit. Dann habe ich hier noch einen Reserveabwurfsack von Miltech. Die Dinger kosten auch nur so 9 bis 10 Euro. Das ist auch für meinen Kumpel, der Danny, der morgen mitkommt. Der hat nämlich noch nicht so viel Ausrüstung und der kriegt den. Den kriegt er von mir auch geschenkt, weil ich habe davon noch zwei. Ich hatte die mal günstig geschossen für die Kinder. Wenn die da mit den Nerfs rumlaufen, dann können sie ihre Pfeile da reinpacken. Aber das machen die schon lange nicht mehr. Die schießen einfach so noch. Deswegen kriegt Danny den morgen. Ja, dazu meine Sturmhaube von Pentagon. Habe ich in meinem letzten Gear-Video, habe ich die auch einmal kurz gezeigt. Sehr geiles Teil. Alles natürlich so ein bisschen abgestimmt auf Multicam, Khaki. Das passt alles ein bisschen optisch gut zusammen. Dann habe ich hier zwei Death Racks. Ich weiß gar nicht, die deutsche Übersetzung, Todestuch, keine Ahnung. Also, wenn ihr Hit seid, könnt ihr einfach das Teil hochhalten und signalisieren, dass ihr raus seid. Also nicht natürlich nur Hitschreien laut, Arm hoch, nehmt das, haltet euch das über den Kopf, packt das euch irgendwo ran. Es gibt Spielfelder, das ist Pflicht, zum Beispiel bei uns. Muss ja gar keine ganze Warnweste sein. Ich habe mir einfach ein Stück aus der Warnweste rausgeschnitten, die kostet 3 Euro im Baumarkt, keine Ahnung. Davon habe ich dann halt zwei Teile. Eins für meinen Kumpel Danny, eins für mich, in eine Hosentasche reingesteckt oder in irgendeine Pouch und passt. Ja, hier habe ich meine geile Teamweste. Das ist einfach im Prinzip eine Warnweste. Da steht halt Auftragskiller drauf mit unserem Team-Logo, dass wir signalisieren, dass wir halt als Orga auf dem Feld rumlaufen. Wir hatten früher Westen, da stand nur Orga drauf. Jetzt haben wir die personalisiert auf unsere Nicknames. Fand ich eine ganz geile Geschichte. Hier vorne steht auch nochmal irgendwo Auftragskiller drauf. Im Video seht ihr das ja auch beim 9mm Airsoft TV. Ja, dann hier mein geiler selbstgebauter Speedloader. Ein bisschen anderes gemacht. Also hier ist einfach ein stinknormaler Handelsübel Speedloader, habe ich aufgeschnitten und eine alte Trinkflasche von meinem großen Sohn dran geklatscht. Passen jetzt 2.000-3.000 BWs rein. Ganz geile Geschichte. Wer es noch nicht kennt, hier oben, da ist es. Da setze ich mal eine Infokarte rein. Ja, dann hier eine Auswahl an Schutzbrillen. Ich habe hier einmal eine mit orangen Gläsern. Da kann man die Gläser noch wechseln. Gucken wir schon weiter ran. Hier sind auch immer noch so Brillenputztücher dabei in so einem Hardcase. Ist ganz geil. Dann habe ich hier auch nochmal drei verschiedene Brillen, wo man die Gläser nicht wechseln kann. Hier meine absolute Lieblingsbrille, die Bolle. Mega geiles Ding. Ist auch hier immer ein paar Putztücher dabei. Und von meinem Kumpel, den habe ich dann auch eine geschenkt. Der kriegt die von mir, damit er auch ein bisschen was rumschießen kann und schön sicher auf dem Feld ist. Hier, dann ein kleines Highlight von meiner ganzen Ausrüstung ist mein Helm. Ich liebe das Teil. Also ist nicht jedermanns Sache, der Helmspieler ist. Ich finde die geil. Hier ist gleich schon die Maske mit dran. Funkgehörschutz ist mit dran. Aktivgehörschutz, da sind die Batterien auch schon neu. Lampe, aber ich brauche jetzt morgen keine Lampe, weil wir spielen nicht im Dunkeln. Aber naja, optisch ist das schon ein Knaller. Ach so, und ja, das muss ich euch nochmal extra zeigen. Da kommen wir jetzt zu. Das ist hier in diesem Sack drin. Hier. Hamburger Seesack. Gab es mal auf dem Fischmarkt. Da war eine Mettwurst drin. Mega geil. Aber was da drin ist, da komme ich jetzt nochmal zu. So Leute, ich habe es ja bereits eben schon angeteasert, so wie man auf Neudeutsch sagt. Der Hamburger Seesack. Und was sich hier drin befindet, ist mega geil. Also als erstes hole ich mal die Munition dazu raus. Die sieht so aus. Das sind so eine Trommel. Da sind 6 Schuss drin. Kann man das erkennen? Ja, 6 Schuss. Und da drin ist eine Konfettikanone. Sieht so aus. Hier vorne ist die Trommel drin.
kann man halt super benutzen, wenn man halt jemanden bangen möchte. Das war natürlich der Vorführeffekt nochmal. Ist natürlich nicht geil, weil auf... Oh nein, ich habe das alles in den Sesak reingefeuert. Egal, ist natürlich nicht unbedingt erlaubt auf dem Spielfeld, weil das nicht biologisch abbaubar ist. Es gibt aber Spielfelder, die indoor sind und es ist super geil, wenn du einen bangen möchtest, weil der unter der Reichweite ist und du hast die Griffbereit und haust ihm dieses Konfetti entgegen, das ist ein super Lacher. Aber das hier ist für jemand ganz Besonderes und zwar ist es der Simple Dave. Schöne Grüße an dich. Simple Dave ist ein YouTuber, der fängt gerade an, der macht Sniper-Videos auf Englisch, einfach weil er halt ein paar Leute mehr entertainen möchte und ich merke an mir, ich laber halt auf Deutsch. Ich kann zwar auch Englisch verstehen, kann auch einigermaßen passabel Englisch sprechen, aber es reicht für YouTube nicht und dann werde ich ausgelacht. Nie. Und außerdem, ihr mögt meine norddeutsche Art doch, oder? Ja, wie gesagt, Simple Dave, ich mache da oben nochmal eine Infokarte hin. Zum Schluss auch nochmal einen Abo-Button von Ihnen rauf. Würde mich riesig freuen, wenn ihr da morgen mal draufklickt. Der hat morgen nämlich Geburtstag. Und er weiß das hier noch nicht. Er sieht das Video auch erst definitiv nach seinem Geburtstag. Deswegen Simple Dave, freu dich drauf. 9mm Airsoft TV kommt auch auf dich zu. Das ist eine kleine Überraschung. Ja, ihr werdet sehen. In diesem Sinne, ich pack den Rest Gerümpel jetzt nochmal eben ein. Mehr gibt es dann heute auch gar nicht mehr zu quatschen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Ja, guten Morgen, Leute. Es ist jetzt gleich 8 Uhr. Ich muss noch ein bisschen leise reden, weil die Kiddies und die pennen halt noch alle. Ich habe jetzt so alles gepackt. Ich laufe jetzt eben los, hol Danny ab und dann sehen wir uns gleich beim Einladen wieder. Bis gleich. Jetzt angekommen auf dem Spielfeld. Wir haben uns schon so ein bisschen grob eingerichtet, das seht ihr gleich einmal. Ich hätte jetzt gerade nicht so viel Zeit zum Filmen, wenn sie eben die Karre noch abschließen. Das Wichtigste ist, Tee immer am Start. Deswegen, ja, ab nach oben. Ich bin heute ja auch mit Orga, deswegen bin ich jetzt dabei. Wolfi! Okay, ich muss erst mal Hallo sagen, da kommen noch welche. Wie ihr seht, ich bin jetzt gerade nicht mehr auf dem Feld. Mir ist aber gerade bei der Sichtung vom Videomaterial aufgefallen, dass ich an der Stelle einfach einen Cut gemacht habe und gar nicht weitergemacht habe, weil ein langjähriger Kumpel von mir, Wolfi, schöne Grüße an dich, Küsschen auf Nüsschen, ist an dem Moment gekommen und das ging halt nicht anders. Und dann ging der Stress los, dadurch, dass ich an dem Tag halt nicht nur zum Spielen da war, zum Filmen da war, sondern auch noch Feldorga war. Musste ich dann hoch zum Kronen und ich habe das dann einfach nicht mehr geschafft, zwischendurch noch was abzufilmen. Ja, an dieser Stelle sei es nochmal gesagt, war ein geiler Tag, hat Spaß gemacht, aber jetzt geht's erstmal weiter im Video. Ich glaube oben im Werkzeugkasten, ich bin mir aber nicht zu 100.000% sicher.
Reicht das? Hab's geahnt. Gut, ruhig. Aber bis ich die mache, will ich nicht. Du bist so lieb, Paul, oder? Sehr aktiv. Ja, einige sind entspannt. Halt. So, Leute. Das ist der Simple Dave, ne? Der hat auch übrigens heute Hallo. Geburtstag. Hey, also. Stimmung. Stimmung. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Auftragskiller vom 9mm SVTV Magazin. Und wir sind wieder mal in Stelle, in Stellorgien. Hier haben sich wieder die Unruhen aufgetan. Ja. Schönen guten Tag. Eine kurze Einschätzung zur Lage. Jo. Danke, das genügt uns. Jo. Ja, moin Leute, jetzt melde ich mich mal wieder. Der halbe Tag ist rum, beziehungsweise jetzt ist gerade Mittagspause. Wir haben bei uns auf dem Spielfeld den Luxus, dadurch, dass es hier eine Sportstätte ist, wird hier auch regelmäßig Fußball gespielt und sowas, und wir haben einfach ein Stück von den Jungs mit dazu gepachtet. Und wir haben hier einen Imbiss, das heißt, mittags gibt es hier lecker Wurst, Erbsen, so wie jetzt, wo es ein bisschen kälter ist, wird von den Leuten auch sehr gut angenommen, also wir haben da sogar keinen Vorteil von, aber die machen das halt gerne. Und hier gibt es eine Wurst für 1,50 und einen Angststick für 2 Euro, ich glaube, da kann man nicht meckern, ne? Ja, wird sehr gut angenommen, heißen Kaffee auch. Ich erzähle nachher noch mal kurz ein bisschen was über Spielfeld, wo wir überhaupt sind, was wir hier machen, weil ich oftmals gefragt werde, ey Auftragskiller, wo spielst du denn über dir? In diesem Sinne, ja, ich melde mich nach der Mittagspause wieder. Ja, meine lieben Freunde, also ich gehe jetzt wieder als Auftragskiller rein. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum die Kamera sich nebenbei bewegt. Mein kleiner Bruder ist mittlerweile dabei, der übrigens auch das letzte Video geschnitten hat. Ne, das vorletzte. Er wackelt gerade mal mit Absicht. In diesem Sinne, ich steige jetzt wieder in die Rolle des Auftragskiller rein. Naja, das bin ich eigentlich die ganze Zeit, aber geht los, Leute. In diesem Sinne, bis gleich. Sind das hier also Fake News? Fake News? Nein. Ich würde sagen, es sind Fake News. Investigative, hochqualitativer Journalismus. So fake it. Schönen guten Tag, mein Name ist Auftragskiller. Ich komme vom 9mm SVTV Magazin. Was sagen Sie dazu, dass die Roten Ihnen vorhin richtig in den Arsch getreten haben? Das stimmt ja nicht. Das ist so nicht passiert. Das ist nie passiert. Fake News. Fake News? Wer sagt nein? Das ist eine Investigative, hochqualitativer. Deutsche Bubble. Deutsche Bubble. Wo ist hier ein Mecker? Du musst dann kommen aus der Feier irgendwo. Meine lieben Freunde, ich glaube, wir werden alle sterben. Wir werden alle Luffy haben. Ich glaube, wir haben hier einen leichten Drogeneinfluss auf dem Video. Ich glaube, wir haben hier einen leichten Drogeneinfluss auf dem Spielfeld. Hier guck mal, was da los ist. Schönen guten Tag, ich bin der Auftragskiller. Was ist hier los, Mann? Guten Tag, ich bin der Auftragskiller vom 9mm SVTV. Lassen Sie sich überhaupt nicht ablenken. Was sagen Sie dazu, dass Ihre Waffe rot ist? Sexy, würde ich mal sagen. Sexy? Oder meinen Sie eher Ihre Waffe die Tage? Ich bin Gott. Oh. Das ist so geil drauf. Achso, ja, ich bin ja wieder auf Sendung. Wir gehen mal gucken auf der anderen Seite bei den Roten, was da gerade so los ist. Wir stehen gerade noch voll unter Beschuss. Ich merke es nur noch zischen. Wir müssen ganz dringend Deckung. In diesem Sinne, kommt mit, Leute! Du gehst jetzt aufs Spielfeld. Möchtest du uns was dazu sagen? Ja, jetzt wird wieder gepickt. Nein, also okay, das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Sicher? Sicher? Vielleicht lassen wir noch alles drin. Nein, jetzt werden hier alle wieder niedergemäht. Was ganz das wichtig ist, das ist der Sani-Schreck. Boah, Alter. Was sagen? Na? Was für eine Haarspülung benutzen Sie derzeit? Schlisskurs? Seidenes, goldenes Haar? Nee? Kann ich nicht immer verstehen, weil mein Gehör schon gerade an ist. Ist in Ordnung. So, jetzt nochmal, was? Ja, was ist das für seidenes, goldenes Haar? Fühlen sich Ihre Haare seiden und golden an? Ja, das war jetzt halt die Fresse und lass mich spielen! So geht es, Sie. Wie fühlt es sich an, interviewt zu werden?
Magic! Links von mir ist der Kameramann, nicht abschießen! Ein bisschen so von drei Seiten. Ja. Ist nur ein Sniper, ne? Ein Sniper und zwei sitzen gerade. Jetzt noch 12 Uhr, die sind zwei noch mal. Okay. Würde ich sagen, wir gehen uns die Schläge zu tun. Ja, genau, ich bin da ein bisschen in der Mitte. Ja. Ich versuche dich da so ein bisschen zu decken. Ja, wie fühlt es sich an, jetzt gerade vom Respawn zu kommen? Ja, jetzt auf jeden Fall wieder eine erfrischende Erfahrung. Wir haben mit dem zweiten Sanitäter gerade gesprochen. Wir versuchen jetzt dahin gerade mal einen Sniper rauszuziehen. Ich weiß noch nicht, ob uns das gelingt. Da ist auf jeden Fall eine Fahne, ein Deathrack, was schon hoch ist. Wir bleiben mal so ein bisschen geduckt. Würden Sie sagen, die Stempelkarte für den Respawn lohnt sich für Sie? Ja. Das war das erste Mal Respawn heute. Ja, das war dein erstes Spiel, oder? Bleib da! Wie fühlt es sich angeschlagen worden zu sein? Natürlich bis zu Hause. Sie sind tot. Wie fühlt es sich an, tot zu sein? Ja, es ist nur der Nippel, der getroffen wurde. Ist der Nippel tot? Und die, das kann ich noch nicht beantworten, das sehe ich gleich erst. Können Sie das bitte gleich einmal in die Kamera zeigen, Ihr Nippel? Für die Klicks? Es ist verdeckt, für die Klicks. Für die Klicks. Ja, genau. Damit der Typ im ASVZ wieder was zu meckern hat. Clickbait, wir brauchen ein neues Thumbnail. Tittentreffer. Thumbnail! Nee. Merkt, die Ansprüche von meinem Kameramann sind gestiegen? Ja, absolut. Wie gesagt, wir sind ja jetzt hier High Production. Ja, meine lieben Freunde, ihr merkt schon, mein Bruder ist gut drauf. Ist heute auch mal was ein bisschen Besonderes. Ich habe sonst hier oben meine GoPro drauf. Die habe ich heute mal weggelassen, weil die hängt sich immer auf. Darüber will ich aber gar nicht reden. Ich rede mir da nur wieder drüber auf. Und die Vimeos, die hat leider nicht so eine gute Qualität für den Sound. Also von mir kommen auch wieder Spielvideos. Aber erst dann. Von mir kommen auch wieder Spielvideos. Aber erst dann, wenn ich eine vernünftige Kamera oben habe. Vorher macht es für mich einfach keinen Sinn und wir bleiben einfach dabei, so wie es bisher läuft. 9mm Airsoft TV läuft ja sowieso mit der Kamera, also von dem Sache her. Ich bin außer Atem. Da ist übrigens der Respawn. Ja, in diesem Sinne, Abo nicht vergessen, hier den Knopf drücken. Ja, gucken wir mal, ne?